Fußball-Deutschland hat einen Weltmeister verloren. Andi Brehme ist tot. Das hat seine Lebensgefährtin gegenüber der dpa bestätigt. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Demnach soll er in der Nacht an einem Herzstillstand gestorben sein. Andi Brehme wurde lediglich 63 Jahre alt. Er erzielte für Deutschland den 1:0-Siegtreffer per Elfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien. In seiner aktiven Zeit spielte er unter anderem für Kaiserslautern, Bayern München und Inter Mailand. Ganz bitterer, trauriger Tag. Wir wollen versuchen, Andi Brehme zu ehren und uns noch einmal an den Menschen, an den Fußballer zu erinnern, gemeinsam mit einem, der ihn gekannt hat, Jimmy Hartwig. Dankeschön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Jimmy. Ja, gerne. Ja, ich habe es heute Morgen, haben mich Freunde ganz früh kontaktiert und gesagt, Andi ist tot. Es hat mir wieder einen wahnsinnigen Schlag versetzt. Ich habe dann auch gleich mit einem guten Freund von unserem Freundeskreis telefoniert, mit Eckhard Witzigmann, mit dem Sternekoch. Der ist auch am Tegernsee, der ist etwas älter, auch schon bald zusammengebrochen, weil Andreas war mit 63 erstmal viel zu jung. Und ich habe ihn das letzte Mal getroffen beim Abschied von seinem praktisch Ziehvater im Sport, Franz Beckenbauer. Und da war er noch böse auf mich gewesen, weil er gesagt hat, Mensch, du hast deine Telefonnummer schon wieder geändert, man kann dich ja gar nicht erreichen. Und das sind so die Worte, wo ihm im Kopf drin bleiben. Und er ist ein toller Mensch gewesen. Man konnte immer mit ihm sprechen. Er war immer lustig. Er hat immer versucht, den anderen Menschen zu helfen. Und das tut uns alle weh. Ich glaube, es gibt jetzt keinen Fußballer in Deutschland, wer ihn gekannt hat, dem es nicht leid tut, dass Andreas jetzt von uns gegangen ist. Susanne, seine Frau, ist auch am Boden zerstört. Und ich kann nur sagen, man soll jetzt die Familie Brehme oder die Lebensgefährtin in Ruhe lassen und dass sie in Frieden und Ruhe trauern können über einen ganz tollen Menschen. Jimmy, lass uns vielleicht auch auf den Fußballer schauen. Ich meine, ganz spontan sagen natürlich immer alle, klar, ist ja auch logisch, ne, WM-Finale gegen Argentinien, der Elfer, den er da eben reingemacht und verwandelt hat, Deutschland wurde Weltmeister. Aber da war ja so viel mehr, die Zeit bei Kaiserslautern, die Zeit bei den Bayern. Geh mit uns ein bisschen zurück, lass uns teilhaben an dem, was den Fußballer Andi Brehme ausgemacht hat. Ja, also ich habe ihn kennengelernt, das erste Mal, da lag ich im Krankenhaus in Hamburg mit Meniskusoperation, dann kam er und hat gefragt, ob er beim HSV eine Chance hätte, dann habe ich das bei den Herren beim HSV weitergegeben, aber die wollten ihn nicht, schade eigentlich. In Kaiserslautern ist er ja groß geworden, am Betzenberg ist er groß geworden, als ein linker Verteidiger mit seiner linken und rechten Klebe, also er ist ja, wow, der war ja unberechenbar und dann ist er bei Bayern München gespielt, da war er auch eine Nummer 1 gewesen, ohne Andi Brehme auf dieser Seite gab es nicht, da Verantwortung übernehmen, das hast du ja gerade gesagt, bei der Weltmeisterschaft hat er Verantwortung übernommen und es ist gar nicht so einfach, bei der Weltmeisterschaft dahin zu gehen und zu sagen, ich hau das Ding mal kurz rein, Andreas hatte die Nerven gehabt, hat es getan und so ist der ganze Fußballweg, von dann ist er nach Italien gegangen, zu Mailand gegangen, also Andreas Brehme hat Fußballgeschichte für mich geschrieben, indem er erst einmal den Elfmeter reingehauen hat und dann als Fußballer super Statements abgegeben. Es gibt wenige Fußballer, die so stark mit dem linken und mit dem rechten Fuß gewesen sind. Und das ist Wahnsinn. Also es gibt wirklich ganz wenige, die das können. Und Andreas war eben einer, der das konnte. Er ist DFB-Pokalsieger geworden mit Kaiserslautern. Er ist bei Bayern München erfolgreich gewesen. Also ich glaube, er hat alles, das Größte, was er geholt hat, in der Weltmeisterschaft. Da war er noch Trainer in Kaiserslautern gewesen. Also du siehst, er war Fußballer durch und durch und so schlecht Golf spielen konnte er auch nicht. Da ist ja seine Lebensgefährtin, wo wir gerade im Bild sehen, also eine unwahrscheinliche Einheit, also als Fußballer. Ja, wie gesagt, wir verlieren immer mehr an Qualität von ehemaligen Fußballern und Andi ist leider zu früh gestorben mit 63. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz auf diese Generation des WM-Titels 1990 schauen. Wir haben gerade eben ja auch das Bild gesehen, er neben Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann da. Diese Mannschaft, das ist zumindest mein Eindruck immer, auch nach dem Gewinn, da war eine Verbindung zwischen allen, die ist offenbar nie abgerissen. Das siehst du, das meine ich. Das fehlt. Das ist eine Kameradschaft, die sind Weltmeister geworden, treffen sich jeden Tag, aber sie telefonieren, sind bei Geburtstagen, wird gratuliert, wie geht es deiner Familie, wie geht es deinen Kindern. Das ist ein Zusammenhalt, den gibt es nicht mehr. Das ist eigentlich sehr schade. Den vermisse ich in der deutschen Nationalmannschaft, aber den gibt es in Deutschland nicht, weil da jeder für sich da ist, ein Mann GmbH, das gab es da nicht. Da war eine Mannschaft, das hatte Franz auch schon gemacht. Franz hat eine Mannschaft zusammengebaut und die Jungs sind heute noch
Ich weiß, wie Matthäus und Brehme sind tierische Freunde, also die mögen sich und mögen sich auch nach dem Tod hinaus. Also du siehst, wie dieser Zusammenhalt dieser 90er Mannschaft ist und den kriegen wir nie mehr wieder. Da können wir machen, was wir wollen. Das ist eine Charaktersache. Jeder Spieler von 90 hat vom Charakterlichen her, sieht man Andreas. Andreas ist ein Charakter, es sind ungefähr dann noch 15, 16 andere Charaktere, aber die haben zusammengepasst. Und es wäre schön, wenn. Wieder, ich habe es schon mal gesagt, beim Tod von Herrn Becken, von Franz. Jetzt, wenn die deutsche Nationalmannschaft sich einmal zusammenreißt und an diese Spieler wie Andreas Brehme oder an diese Spieler 90 denkt, vielleicht können sie dann langsam mal ihren Hintern bewegen und erfolgreich der deutschen Nationalmannschaft oder dem deutschen Volk was Gutes wieder rüberbringen. Jimmy, danke schön für das Gespräch.